Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur nächsten Runde von Last of Us 2 hier im Stream und in Folge Nummer 32 müsste es jetzt in dem Fall sein. Wir stehen vorm Krabbentor mit Ellie im Aquarium, die entweder ängstlich aufricht oder was auch immer. Ich will doch trotzdem wissen, wohin diese Scheißtür da hinten geht. Wir waren zwar hier schon durch, haben ja alles auch durchsucht, aber hier, ich meine, ich habe gesagt, der ist unscharf gerendert. Der dürfte nichts sein, hier oben regnet es natürlich durch. Oder muss man da hochklettern irgendwie? Nee, ne? Nee. Gut, ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit. Gehen wir durch, wir haben einiges vor uns heute. Und wenn hier hinter Abby ist, dann wird's lustig. Deswegen sneak ich mal. Kurz Sicherheitsblick. Ich hab gehat gerade. Ja, fuck, Alter, gib mir das Hatter unten. Hey, ich hab gehat unten. Und mein Mundi durch. Hä? Ja, okay, ich glaube, wir dürfen gerade Card benutzen hier unten. Okay, schauen wir mal, was jetzt hier abgeht. Von dieser Insel kommt nie jemand zurück. Wie oft hat Abby für dich ihr Leben riskiert? Das war ihre Wahl, verdammt. Ich gehe da nicht hin. Dann lass es. Geh zurück. Fick dich, Owen. Hände hoch. Wo ist Abby? Du bist die Kleine aus Jackson. Sag mir, wo sie ist. Tötest du uns nicht trotzdem? Wenn du es ihr sagst, sind wir tot. Ihr könnt das überleben. Ich brauche nur sie. Bullshit. Du. Komm her. Beweg deinen Arsch hierher! Zeig mir auf der Karte, wo sie ist. Und danach du. Wir stimmen nicht überein. Okay. Was hast du vor? Sie ist bestimmt eh schon tot. Das ist es nicht wert. Stopp! Wir können überall. Geh sofort zurück! Zeig mir, wo sie ist. Zeig es mir einfach! Nein! Jawohl! Drück, 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 drück! Drück, 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 drück! Fick dich, Mel! Fick dich, fick dich, fick dich! Schlampe! Fuck! Fuck. Ellie! Ellie! Tommy. Hey! Alles ist gut. Jesse. Komm schon, gehen wir. Gehen wir. Alles ist gut.
3 Minuten Szene. Ja, was ist denn das für eine Wendung jetzt wieder? Holy shit. Wir wollten bloß wissen, wo Abby ist. Es war ja zu erwarten, dass der Typ uns angreift. Owen, der war ja mit Abby zusammen. Jetzt, er weiß ja auf jeden Fall, wo sie ist. Und dann war das jetzt im Endeffekt schon ein Double Kill, ein Triple Kill. Aber Tommy und Jesse sind bei uns, wie auch immer die jetzt wieder dahergekommen sind. Wie auch immer die jetzt zu uns gekommen sind. Es gab gefühlt nur einen Begräbnis, sind durch Schächte gekrochen und alles Mögliche. Und gerade Jesse, der hat den anderen Weg genommen, ne? Wir haben ja die Bootsfahrt gemacht. Er ist ja anscheinend andersrum. Wahrscheinlich sind wir jetzt wieder zurück bei Dina im Theater. Schätze ich einfach mal wieder ein anderer Raum, oder? Waren wir da. Sind wir da auch aufgewacht? Wo muss jetzt ein Poster hängen? Genau, das müsste jetzt der quasi Rambo 4 sein, den ich gesagt habe. Ob das jetzt Sinn macht, weil George auf 80er Filme. Rambo 4 war nicht in die 80er. Dementsprechend ja. Und ich denke nämlich, ich bleibe immer noch bei meiner Vermutung, dass das jemand mal eine Kampfarena wird, egal von was. Ob der dann Applauter mal durchrennt oder keine Ahnung wer. Okay. Aha. Was ist hiermit? Hier durch. Nee. Ist das jetzt eine Karte, die besprechen? Okay, schauen wir mal. Es wird nicht klappen, da ist alles voller Schnee. Nein, wenn wir da ankommen, wird alles getaut sein. Wo willst du hin? Braucht eine Luft. Warum seid ihr noch wach? Konnten nicht schlafen. Hier, sieh dir das an. Wir wollen über Ellensburg nach Hause zurück. Wenn wir bis morgen in Fall City sind, wäre das gut. Hey. Die haben gekriegt, was sie verdienen. Aber sie darf weiterleben. Ja. Ist das okay? Muss es sein. Ich freue mich echt nicht drauf, wieder durch Idaho zu kommen. Du solltest dir lieber Sorgen machen, was Maria mit dir anstellt, wenn du zurückkommst. Wir haben schon Schlimmeres durch. Aber als ich in die Stadt durch so eine Nobelecke kam, habe ich eine Halskette gefunden. Die funkelt ziemlich. Glaubt, die ist aus echtem Gold. Du glaubst, die ist aus echtem Gold? Es ist echtes Gold. Zeig mal. Ich weiß, wie Gold aussieht. Wenn die echt ist, können wir sagen, sie ist von uns allen? Such dir was Eigenes zum Bestechen. Wie geht's dir? Gut. Ellie. Gut. Danke, dass du für mich da warst. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Du bist so schmalzig. Okay, wie wär's mit... Meine Freunde kommen eben ohne mich nicht klar. Schon besser. Scheiße. Oh, fuck. Wolfs oder Runner? Was? Was? Jesse, steh auf! Hände hoch oder ich erschieße ihn! Mach es bloß! Was? Nicht. Hau einfach ab! Steh auf! Sofort! Tu nicht, was sie sagen! Halt die Fresse! Fuck. Okay. Stopp! Stopp! Was? Waffe runter!
runter! Fuck. Nein, nein! Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her! Lass ihn gehen. Du hast meine Freunde getötet. Wir ließen euch beide am Leben. Und es war umsonst. Hä? Boah, Alter, ey. Dad? 10 Minuten Ingame und ihr bricht die Hölle auf Erde runter. Die junge Abby, oder? 4 Jahre zuvor. Wie hat denn jetzt die Schlampe unser Versteck gefunden? Ich will für die gar nichts machen, Alter, ganz ehrlich. Ich werde hier, wenn ich die Möglichkeit habe, lasse ich es erstmal drauf gehen. Ich will die nicht spielen. Ich will die nicht spielen. Boah, ey. Jetzt ist Jesse auch noch tot. Und Tommy und Ellie wissen wir nicht, was abgeht. Komm schon. Aber ich glaube, ich verstand, was unsere Message ist. Dad! Wo steckst du? Wart mal, 4 Jahre zuvor war das der Zeitraum, wo wir im Krankenhaus gerade waren? Oder kurz danach? Halt's Maul. Okay. Ich hab grad keinen Bock, die zu spielen, ne? Ohne Scheiß, ich hab eigentlich grad nur Aggros. Ey, ohne Witz. Ich will, man sieht's. Ja, geil. Man sieht's an meiner Motivation, wie viel Bock ich jetzt da hab, da durchzuspielen, ey. Lichterfest im Zoo, da kann man was wenden. Oh, die sind bestimmt lustig jetzt. Warme Lichter begrüßen Sie zu einer wunderbaren nächtlichen Reise durch den beleuchteten Wald, einen Sternentunnel und zahlreiche verblüffende Lichtinstallationen. Besuchen Sie unsere tierischen Freunde in festlicher Stimmung und ja, die Rentiere sind wieder da. Jetzt sichert sich am 14. Dezember 13 bis 1. Januar 14. Eins kaufen und das zweite zum halben Preis sichern. Bla bla. Okay, ich will wissen, was mit Ellie und Tommy ist. Alter, wenn jetzt Tommy auch noch drauf geht, ne? Ey, ganz ehrlich. Ne. Was haben wir? Was haben die sich dann dabei gedacht, das Spiel zu entwickeln? Dass die Spieler komplett abfacken wollen? Oder inwiefern... Also wir wissen es jetzt noch nicht, ne? Achso, da kann man ja mit aufschießen. Ach Gott, bin ich schlau. In der Laufbewegung, ey. Ja, Abby, du bist einfach scheiße, siehst doch ein. Hat geklappt. Oh, da wirst du als Spieler ja komplett gefickt, Alter. Erst fickt die Jesse, dann Tommy und dich selber. Und da musst du ja noch spielen. Hey, was denken die sich eigentlich die ganze Zeit? Hier geht's nicht durch. Dass der Himmel grün ist oder was? Komm ich aufs Dach. Ach so, ja, Moment mal. Wo man ist da gerade? Au! Virginia. 1978. Ich sollte mir das auch nochmal umschauen. Münzen. Mal los. Will ich auch bloß machen, weil es Achievement ist. So. Aber egal. Okay. Wenn die jetzt so mitten im hohen Gras versteckt sind, dann finden wir die auch so. Ich schaue mich ja trotzdem um. Ich bin gerade am Ende schon wieder, hey. Ich bin schon wieder am Ende. Ja, hopp, nun da auf seinen Arsch. Jawohl. Ich war bloß noch... Ach Gott. So, warum suchen wir jetzt eigentlich den Vater? Du hast da ein bisschen Matsch, Süße. Du auch? Wo? Na, hier. Oh.
Weißt du, immer wenn du einfach abhaust, machen sie mir die Hölle heiß. Ach komm. Sie hätten dich tatsächlich lieber in Sicherheit. Der Wald ist sicher. Dad. Abs. Sie hält sich jetzt direkt hinter diesen Bäumen hier auf. Und? Sie wirft jetzt bald. Wir sehen nur kurz nach ihr und gehen dann zurück. Versprochen. Beeilen wir uns einfach. Siehst du? Ich hab ja meine Tochter, die mich beschützt. Was zum Fick, Alter? Der Vater heißt Jay und irgendeiner wirft. Und jetzt sei Frau. Du sagst doch nicht, die wirft. Owen hat mich verraten, oder? Es ist sein Job. Das war unser Geheimnis. Wie hast du es aus ihm raus? Gefragt? Lass mal gucken, ob da nicht Münzen rumliegen. Pavillon war mal da, aber nix, also egal. Okay, Cheiro ist der Vater und wer wirft? Die Katze? Ne, der Hund. Ach, was weiß ich denn nicht, Alter. Warum sind wir dann im Wald dafür? Das macht ja noch weniger Sinn. Um mal wieder wegen den Storypath zu folgen. Sie hat wohl eine Abkürzung genommen. Komm! Können immer noch kein Pistol auswählen, heißt es gibt noch keine Action. Hey, hab was gefunden. Wow, 1978. Die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Kannst sie behalten, wenn du mir versprichst, sowas nicht nochmal zu machen. Okay, einverstanden. Warum glaube ich dir nicht? Keine Ahnung, was du meinst. Komm schon. Suchen wir weiter. Dad! Schon gut. Du bist wieder bei Owen, ehe du dich versiehst. Moment, was? Gar nichts. Nur, ihr beide verbringt ziemlich viel Zeit zusammen. Viel mehr als früher. Oh Gott. Wie lange weißt du's? Ich bin dein Dad. Ich sehe sowas. Ja. Zum Beispiel, wie ihr wirklich ganz doll versucht, euch nicht anzusehen, wenn ich dabei bin. Ihr werdet ganz ernst. Es ist niedlich. Ich kann das nicht. Und er bringt dich zum Lachen. Ja, weil er so ein Blödmann ist. Mir gefällt einfach, dass er jetzt so nett zu mir ist. Er wird ganz nervös, wenn er auf mich aufpassen soll. Dann nutzt du ihn also aus? Ich? Niemals. Also im ersten Kontext habe ich gedacht, das ist ihr Bruder, jetzt ist es aber ihr Freund. Das hat sie durch deinen... selbst sehr schnell rauskristallisiert. Ja, darüber die ersten, was jetzt hier Bruder sein können. Das wollte ich nur fragen, wie hängt jetzt Owen und Abby zusammen? Hat sich jetzt natürlich auch geklärt. Frische Spur. Ja, bla. Mal sehen, ob wir was anderes finden. Dieser Pferd. Warte. Das hier ist nur ein Trick von dir, um mit mir Spurenlesen zu üben, oder? Aber nicht doch. Funktioniert es? Tja, ich meine, ich habe dich gefunden. Ja, aber mit Schummeln. Moin! Dad, hier ist. Irgendwas. Oh mein Gott. Axolotl in groß? Achso, Moment einmal. Und hier, zwei Spuren. Dad? Das ist sie. Na los! Das klingt gar nicht gut. Nein, sie hat Schmerzen. Ja, wenn suchen ist, bist du jetzt kein Pferd, Alter. Ja. Geh halt da durch. Mann, ey. Dad, warte. Was, wenn hier Infizierte sind? Das Gebiet ist sauber. Wusstest du, dass sie wandern? Du bist bewaffnet, oder? Klar. Dann bin ich unbesorgt. Hä? Oh, Mist. Erbs. Zebra! Wir müssen sie losschreiben. What the fuck? Okay, ganz ruhig. Keine Angst. Wir tun dir nichts. Ist okay. Verdammt, es steckt richtig tief. Helf halt deinem Vater. Komm her. Hier. Ich halte sie fest. Okay. Ganz ruhig. Doc!
Doc, sind Sie hier? Wir sind hier, Owen. Was? Hey, komm her und hilf mir beim Festhalten. Wir brauchen Sie oben beim... Owen, festhalten! Na los! Ja, dann Firefly-Anhänger. Habt ihr das gesehen? Okay, hast du sie? Ja. Okay, dann los, Abs. Langsam. Ich mach grad übrigens nix. Heilige Scheiße. Alle suchen nach ihnen. Wir müssen... Hey, halt! Dad! Was ist los? Komm mit! Der da Kette mit dieser Münze und der Firefly-Anhänger. Oh! Oh! Das haben wir gut gemacht. Doc, das Mädchen ist da. Welches Mädchen? Von dem Aline dauernd redet. Sie war in den Tunneln. Sie hat eine alte Bisswunde am Arm. Kein Zeichen einer Infektion. Das kann nicht sein. Sie machen schon Tests, aber sie brauchen ihre Hilfe. Dad. Gehen wir. St. Mary's Hospital. Oh, fuck, ey. Jetzt haben wir die Connection. Es ist mit dem Hirn verflochten. Wir haben keine Wahl. Es muss doch auch anders gehen. Wir können die Probe nicht entnehmen, ohne den Wirt zu töten. Den Wirt? Sie ist ein Kind und keine Petrischale. Glaubst du, ich weiß nicht? Ich bin mir der Situation bewusst. Und du kannst damit leben, sie zu töten. Ich kann damit leben, einen Impfstoff zu entwickeln, der Millionen rettet. Wie viele Fireflies sind für weniger gestorben? Das war ihre Entscheidung. Fragst du um Erlaubnis oder wirst du es sowieso machen? Ich bitte dich, sieh es ein. Und wenn das Abby wäre? Hör zu, alles, wofür wir gekämpft haben, all die Opfer, all diese schrecklichen... All das wird durch diese Tat gerechtfertigt. Wäre das deine Tochter, was würdest du tun? Abby. Dein Abendessen. Danke, Süße. Hey, Marlene. Ich werde es Joel sagen. Wieso? Er hat sie durchs ganze Land begleitet. Er hat ein Recht darauf. Viel Glück bei der OP. Du tust das Richtige. Wenn ich das wäre, würde ich wollen, dass du es tust. Okay, holy shit. Okay. Okay. Also, kurzes Recap, man hat es glaube ich verstanden. Abbys Vater ist der Doktor, ist der Doc, der Ellie operieren hätte sollen, aber wir wissen natürlich, dass Ellie dabei gestorben wäre. So. Jetzt weiß ich trotzdem, warum sie Joel dafür gekillt hat. Wobei ich dir gesagt, wenn ich das wäre, hättest du es gleich mit mir machen sollen. Also, ja, okay, ich sehe da schon irgendwo jetzt
mal an Sinn. Jetzt bin ich schon mal, sieht sie hier einen toten Data liegen. Hundertprozentig. Ist der immer noch hier drin? Ist das? Nein! Abby, nicht hin! Nein! Nein! Deswegen. Nein! Verdammt nochmal auf! Hört bitte auf! Bitte tu das nicht! Joe, bitte steh auf! Ah! Nein! Schmorende Hölle, Pendejo. Ich bring euch um! Wow, wow, was soll das? Manny. Aufräumen. Nein, nein, nein. Wir wollten ihn. Das war's. Lebendig sind sie ein Risiko. Nein. Das war doch klar. Er hat recht. Wir müssen das beenden. Wenn wir sie töten, sind wir nicht besser als er. Sie haben uns nichts getan. Ach ja, und mein Gesicht? Scheiß auf dein Gesicht. Du hättest Wache stehen sollen, wie ich dir gesagt habe. Weg da! Hör auf! Lass das. Sonst was! Hör sofort auf! Beruhigt euch! Jordan! Erschießt du mich? Stopp! Das reicht. Seattle. Tag 1. Abby. Oh. Ruhig. Alles okay, Abs? Ja, nur... Was gibt's? Ich hab dich überall gesucht. Wir haben einen Einsatz. Isaac will uns an der Front. Was? Im Ernst jetzt? Leider ja. Beeilen wir uns. Es geht sofort los? Ja. Vámonos. Okay. Ey, aber mal no joke, ne? Mein Nacken. Die ist schon voll gepumpt, ne? Guck dir den Bizeps mal an, Alter. Danke für das Zimmer letzte Nacht. Ja, wer war es diesmal? Die Küchenbraut? Nein, die Wetterbraut. Sie hat ihren Berg verlassen. Ah, die Wissenschaftlerin. Schön. Also, sie ist ein bisschen zu begeistert von ihrem Job. Sie sprach dauernd von einem Sturm und ich weiß nicht. Hat sich's gelohnt? Oh, absolut. Jetzt kann ich glücklich sterben. Das solltest du. Was Besseres als sie findest du nie. Das denke ich eigentlich auch. Und trotzdem. Okay, vielleicht wissen wir es auch, warum die so aufgepumpt ist. Vielleicht wissen wir auch, warum die so aufgepumpt ist. Aber ohne Scheiß, ey. Okay, also... Sie hat Joel gekillt als Rache für ihren Vater. Das haben wir jetzt gecheckt. Das hat jetzt nichts mit Infektionen oder sowas zu tun. Das hat einfach bloß was aus Rachegründen zu tun. Haben wir, glaube ich, jetzt alles haben wir verstanden. Jetzt ist man trotzdem noch nicht, warum sie Tommy und Ellie hat leben lassen. Das haben wir jetzt immer noch nicht rausgefunden, wo wir nochmal einen Recap gehabt haben. Vielleicht kommt nochmal ein Rückblick. Jetzt müssen wir fucking Abby... eine komplett sinnlose Zeitlinie spielen. Was juckt mich das denn jetzt, wie die nach Seattle gekommen ist? Also ja, gut. Wir sind nach Seattle, weil sie den Wolf-Aufkleber gehabt hat. An ihrer Schulter. Und deswegen quasi nach Seattle muss. Was ist denn jetzt da los, Alter? Ist das die Hauptbasis? Hallo, Miss Potts. Hallo, Manny. Sie auch? Ein Gentleman schweigt. Welcome to Mrs. Howells Tremendous Kindergarten Class. Mich juckt die Zeitlinie doch jetzt nicht. Wirklich. Also eigentlich schon, aber irgendwie nicht. Ich muss kurz mit meinem Dad reden. Holst du uns was zu essen? Ja, geht klar. Hol mir was
Con picante. Du kriegst, was du kriegst. Oh, fick doch auf Spanisch, Alter. Ich hab ja ich hab keinen Bock, die Linie zu spielen, ohne Witz. Du wirst aber auch in ein emotionales Chaos geschmissen, hey, ohne Witz. Gut, ich glaube, ich kann hier eh nichts machen. Dann stellen wir uns da mal an und holen uns was. Ich freue mich auch, Abby. Oh shit, Jordan. Hab dich nicht gesehen. Kommst du mit uns in die Saravina? Manny und ich wurden zur Basis bestellt. Was wollt ihr in der Saravina? Das Hotel und die Schule werden evakuiert. Wir nehmen die Vorräte und bringen alle zurück zur Basis. Echt jetzt? Ja, ist es zu glauben? Nach all dem Scheiß ziehen wir uns zurück? Du weißt doch nicht, ob so ist. Wenigstens kommt Lia vielleicht früher vom TV-Sender zurück. Na, immerhin. Ja. Ich muss los. Dein Überleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Ja, den Schaden haben wir gekillt in der Saravina. 99% nicht sicher. Ich glaube, dass er das war, dem wir das Knife neu gedrückt haben. Wie oft musst du deine Messer schärfen? Der Trick beim Wickeln ist, dass es fest sein muss. Was gibt es heute? Burritos. Wieder mal. Mhm. Okay. Abby, was machst du? Hey, tenemos prisa, damit tres burritos. Hey Mann, da ist die Schlange. Lenny, was soll das? Entschuldigung. Stell dich gefällig hin. Sorry. Wir gehen an die Front. Komm schon. Du bist so peinlich. Warum hast du drei? Gib einen zurück. Flipp jetzt nicht aus. Mel kommt mit uns. Manny? Wo ist dein Rucksack? Im Zimmer? Warum tust du mir das an, hä? Weil ihr mir beide wichtig seid. Und ich hab genug von dem Scheiß. Weiß sie, dass ich dabei bin? Und ob, okay. Und es ist okay für sie? Ja. Warum klingt dein Ja so wenig überzeugend? Liegt an meinem Akzent. Komm schon, sei nicht so paranoid. Mel haben aber gekillt, ne? Hey, bloß noch die beiden. Diese Seifen, die ich so mag? Die Käferndinger. Tut mir leid, Abby. Hab gehört, nebenan gibt's eine neue Lieferung. Geh da morgen mal vorbei. Schade. Trotzdem danke. Okay, da hat er wahrscheinlich auch nicht drüber, ne. Geh mal einfach durch die Tür durch. Ja, also wenn wir die drei. Wenn wir die drei jetzt haben und Isaac fehlt ja auch noch als Anführer der Wolves. Dann haben wir jetzt noch vier. Also mit Mel haben wir nur drei. Weil Mel haben wir ja gerade schon gekillt. Ich will zurück in die Hauptstoryline, ohne Scheiß. Mich juckt das eigentlich gerade gar nicht. Glaubt ihr, gefällt's mich zu quälen? Nein. Es ist eine Möglichkeit für euch, endlich weiterzumachen. Seit Jackson haben wir kaum miteinander geredet. Soll ich so tun, als wäre nichts passiert? Natürlich nicht. Ihr müsst darüber reden. Sie wollte Joels Tod genauso wie wir anderen auch. Aber sie ist anders als wir. Sie hat noch nie jemanden so verletzt. Sie tötet ständig Scars. Nicht so, wie wir Joel getötet haben. Vergiss nicht, wir sind Soldaten. Sie ist Ärztin. Komm, Abby. Sie gehört zur Familie. Tu es für mich. Okay? Ich versuch's. Mehr verlange ich nicht. Reden die jetzt von Marlene, von Mel, von Ellie, von wem reden die eigentlich gerade? Habe ich denn aufgepasst? Auf jeden Fall ist Joel da schon tot zu dem Zeitpunkt. Heißt, dieser Zeitsprung von vor 4 Jahren ist auf jeden Fall weg. Heißt, wir spielen jetzt. Wir spielen Seattle Day 1. Da war was. Okay, wir spielen Seattle Tag 1, zum gleichen Zeitpunkt, wo Ellie auch nach Seattle kam. Aber über wen reden die eigentlich gerade? Anderson, Abigail, was stand's auf dem Schild? Deine Sachen. Ich hol Mel. Ja. Sei nett. Leck mich. Die Arena! Die Arena, da mal 1000 Briefe zu lesen. Ich mach das später. Jetzt. Geht das dann bitte interessant, weil das wollte ich auch nur wissen, was die Arena ist. Wissenschaftlerin, hm? Ha.
Sind wir jetzt hier in Mels Zimmer? Wo zum Fick sind wir eigentlich gerade? Aber sie ist ja bestimmt keine Wissenschaftlerin, sie ist doch die Anführerin. Nee, Isaac ist der Anführer. Sie ist die Unteranführerin, was weißt du nicht? Meinst du, ist der Rucksack? Ich will das doch mal. Ich weiß, ob die da Windräder eingestellt haben. Holy, die haben das ganze Stadion um. Alter. Ist es das? Also, mir sagt das Stadion vielleicht sogar was, ne? Wenn es denn immer auch im Original dazu gehört. Also, ist Seattle Stadion halt. Oder dafür eh nicht rein, okay. Ich muss mal auf das Türschild schauen, wenn wir da gleich nochmal die Chance haben. Ich raff gerade gar keinen Kontext. Da oben. Nee, hä? Klopf, klopf. Abmarsch bereit. Ja, sofort. Schiebt er ganz schöne Kugel. Hey, du bist also wieder im aktiven Dienst? Naja, du kannst bestimmt hierbleiben, wenn du fragst. Ich sitze lieber nicht rum, wenn ich nicht muss. Hat Owen nichts dagegen? Was hat Owen damit zu tun? Wir müssen Alice noch abholen. Hey. Gib dir Mühe. Wir müssen da raus, scheiße. Warum hat man nach dir geschickt? Das ist die normale Rotation, keine Sorge. Hey, wenn du zurück bist, siehst du nach meinem Dad? Ihm geht's, ich weiß nicht, schlechter. Inwiefern? Er klagt über Schmerzen in den Handgelenken. Er kann kaum einen Löffel halten. Vielleicht kriegen wir mehr Schmerzmittel für ihn. Wolf-Banner oben. Von der Decke und rechts steht Aquarium, Seattle. Da, wo wir quasi waren. In der Hauptstory, sage ich jetzt mal. Dann haben wir bei Rinder. Oder was? Das links müsste ein Schafes sein. Siehst halt schlecht. Ja, schaut nach Kuh aus. Hört sie nach. Jetzt in Sektion 96. Okay, hört sie nach Kuh an. Ja, es ist nett. Viele junge Familien. Seid ihr schon aufgeregt? Wegen des Babys? Wenn man die ganzen Kinder da sieht. Ja, ich bereite mich vor. Viele heulende Babys. Genau richtig für Owen. Er hat's noch gar nicht gesehen. Er ist mit Danny unterwegs. Danny? Puh. Schöner Scheiß. Ja. Hey, waren Owen und Abby nicht zusammen? Und jetzt sind Owen und Mel zusammen? Jetzt bin ich ja komplett verwirrt. Okay, the fuck, jetzt habe ich ja gar keinen Story-Bezug mehr. Sind Kühe, keine Rinder, ja. Ich sag dir, wenn ich jetzt hier Münzen sammeln muss, ne, dann liegen die irgendwo hier, aber ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, das zu durchsuchen, ey, ganz ehrlich. Oder haben wir die Kampfhunde, ne? Ja. Die scheiß Wichser. Weil wenn Ellie in dieses Stadion eindringen würde, ne? Sie spielt drin. Oh, Abby, willst du sie holen? Hey, Mädchen. Hey, du verrückter Hund. Da ist ja mein Mädchen. Die einzige, die dich ertragen kann. Ist wohl eifersüchtig. Hey, wollen wir zu den Trucks? Gehen wir zu den Trucks. Oh, hallo, Bär. Ja, okay, da du so nett fragst. Wer ist ein guter Junge? Ja. Hol den mal. Hm.
mich noch drüber schmeißen, den Ball in den Hund abzufucken. Probiere ich jetzt aus. Zwischendurch in diesen Dreiecksgiebel. Ach, geht nicht, Alpha-Band. Auch egal. Habe ich dich gestern mit Jane gesehen? Ja, hast du. Schwere Nöte. Was macht sie in der Stadt? Irgendwas für Isaac? Mann, sie hat echt einen einsamen Job. Ah, oh, ihr gefällt es. Frag sie mal nach Cumulus War. Na, wenigstens muss man da oben nicht kämpfen. Ja, hey, Abby. Einem das gefällt. Hallo. Mir wäre es ganz recht, glaube ich. Nur Familien zu behandeln. Die Scars würden dir fehlen. Das glaube ich kaum. Ey, die haben. Aber alles hier, ne? New Jersey 1767. Will a Wolf ruhen Frieden. Die haben ja alles hier, ey, die haben ja alles selbst angebaut, alles selbst gezogen. Das ist schon Infrastruktur, die hier haben, ne? Armory. Hey, Pat. Das Übliche, bitte. Na klar doch. Gracias. Welche Tag sind da? Nehmt S24. Ich fahre. Meld uns ab. Danke. Dein Überleben sei lang. Dein Tod sei schnell. Ist es denn ihr? Kampfspruch. Ach so, das ist 8. Ist etwas eingerostet. Darf ich da auch rein? Ja. Wie wär's mit einem kleinen Wettkampf? Oh ja. Mit Controller. Das kann. Ein Magazin höchste Punktzahl. Abgemacht, Herr Bronn. Eigentlich muss sie extra schlecht sein, da sie putzen darf. Was haben wir jetzt überhaupt für Waffe? Das ist ein 9, aber. Wurden der jetzt. Achso, der ist ein Schuss vor mir, okay. Ha! 12 daneben. Das war so. Oh, das war sogar bloß. Ne, überall ist. Hä? Hab ich so viel 9er gehabt? Mal will ich deine Waffe. Ja, es lag nur an der Waffe. Oh, da fällt mir ein, da ist ein Riesenberg dreckiges Geschirr. Ah, du bist grausam. Oh, und du kannst meine Wäsche falten. Ich will noch eine Runde mit einer anderen Waffe. Ich habe bloß noch 9 Schuss. Komm her. Ja, war drauf. Müssten 90 fast gewesen sein, weil alles rot geblinkt hat. Hi, seid ihr langsam. Gehen wir zur Basis. Ich bräuchte mal Munition, danke. Das ist ein bisschen geiler Scheiß. 18 Schuss bloß. Das ist gar nichts, ey. Ja, ja, braves Mädchen. Ich hab dich auch vermisst. Okay, da gehen wir gleich hoch auf den Schrank. Wie gibt's hier ja noch eine Münze? Ich meine, ich sky jetzt eigentlich echt nicht auf Münzen.
Weil die Dinger sind so klein und nicht sichtbar. Das sind wie die Pfeifelein hängen, die auf dem Baum oder im Wasser waren. Last of Us 1. Mhm.